Mein Name ist Martin Wölker und ich bin Logistiker. Willkommen zum 10. Teil von Martins wahre Logistik. Nachdem wir in den ersten Teilen uns mit dem Aufbau von einer Pufferlogik, einer Zinienlogik beschäftigt haben, hier nehmen wir es und die ganze Kette davor startet, möchten wir mal kurz mal gucken, was ich inzwischen noch so aufgebaut habe. Ja, das ist sehr schön, das funktioniert auch ganz gut. Dann sehen wir hier das erste Problem, Sache mit dem Balancing. Ne? Das läuft nicht immer. Warum läuft nicht immer? Hier ist nicht genügend da. Ah, okay. Dann habe ich offensichtlich den Puffer zu klein eingestellt. Wollen wir mal gucken, wo der Puffer für Eisenplatten liegt. Obergrenze liegt bei, ups, Obergrenze liegt bei 2000. Die können wir mal hochsetzen auf 4. Auf 4000. Und die untere Grenze setze ich mal auf 2000 die Hälfte. Ist in Ordnung. So. Das ist schon mal wichtig, weil man braucht natürlich für so ein Radar unglaublich viele Eisenplatten, nämlich 10 Stück. Von den anderen brauche ich jeweils 5. Ne, wo habe ich die eingestellt? Der steht auch auf 2500 und der steht okay. Ich helfe der Sache jetzt mal ein bisschen nach, indem ich einfach woanders Material wegnehme und das dann reinschmeiße. Ich mache das mal hier oben. Haben wir nicht einen schönen Effekt, dass wir an zwei Stellen Material brauchen. Ja, so, zack, raus. Ja, rot geworden, Material angefordert, können wir jetzt sehen. Zweimal, könnt ihr sehen, auf der rechten Seite zweimal wird Eisen angefordert. Ich schmeiße einfach da rein, zack, damit die Produktion da schneller läuft. So, da sehen wir, okay, das nicht so richtig fliegt. Der steht dauernd, woran liegt das? Mal gucken. Ah, die Versorgung mit den Eisenplatten ist so langsam. Kann man richtig sehen, wie sie hochgeht. Ne? Also, schnellere Greifer. Ne? So. Kommen wir hier rein dann. Ah, okay. Geht ganz gut. Aber die anderen sind auch hin und wieder rot. Das heißt, er hat einen Eisenplatten drin, aber die anderen noch nicht. Also was mache ich? Ne, schneller. So, dann sind das sehr schön. Aber hier, ne? Ja, da hakelt. Woran hakelt es jetzt? Ja, es hakelt an der Entsorgung. Also rausnehmen. Schnellere Greifer. Ja, sehr schön. Jetzt läuft das schön durch. Wunderbar, dann haben wir das nächste Problem mit auch grüne Platinen, Puffer viel zu klein eingestellt. Ne? Also das mache ich dann wieder hier genau das gleiche. Ne, denn auf 2000 stehen, brauchen wir die Hälfte von, machen wir den auf 3. Der Firma ist 1500. Zahnräder natürlich dann logischerweise auch. Das muss, sollte alles gleich sein. 3000. Und jetzt kann man auch sehen, wo der Vorteil ist von dieser Logik. Auch hier wieder, mein Arbeiter hilft einfach eine Runde nach. Ne? Wunderbar, das läuft jetzt alles hier. Also, man kann es beobachten, gucken, wo es dran hängt. Ne? Ah, Versorgung zu langsam. Ne? Ist immer noch ein bisschen langsam, aber das können wir jetzt nicht mehr verhindern. Ne? Schneller geht es jetzt nicht mehr. Also auch mehr Geschwindigkeitsmodule würden es jetzt nicht mehr bringen, weil noch schneller können wir gar nicht Sachen reinlegen. Noch stärkere Greifer. Das gibt es einfach nicht. Gut. Was können wir jetzt noch machen? Nächstes machen wir. Wir können jetzt mal gucken, wie weit bin ich jetzt hier. Aber wir sind gleich voll. Ich hole mal noch mehr Eisenplatten, um dann keine andere Demo zu machen. Wir gucken nach. Momentan bin ich immer noch dabei. Ich muss immer noch Eisen anfordern. Moment, ich muss immer noch Eisen anfordern. Hier ist doch genug drin. Ja. Ja, also, woran kann das liegen? Das liegt natürlich daran, dass ich die Eisenplatten immer rausnehme. So, wir Material holen, zack. So. Hier sind wir fertig. Ja, Puffer ist komplett voll. Ich mache jetzt mit dem Puffer jetzt die Kiste voll. So, sehen wir, ist voll. Aber es kommt weiterhin Eisen. Woran dies? Oben fordere ich ja weiterhin Eisen an. Und was mache ich jetzt hier? Ich nehme das Eisen natürlich weiterhin raus, weil der Greifer eben den Auftrag hat, wenn Eisen kommt, nimm es bitte raus. So, und was ist dann der Effekt? Das Eisen läuft hier rein, kann nicht mehr in diese Kiste. Was nicht mehr in die Kiste kann, läuft dieser Förderer voll. Und was wird dann wohl als nächstes passieren? Der Förderer läuft voll. Das dauert jetzt nicht mehr lange, dann ist er wirklich voll. Das heißt, wir klauen oben dem jetzt sein Eisen, obwohl er es jetzt braucht. Machen nie den Förderer voll. Jetzt ist hier auch vorbei. Ja, hier tut sich auch nichts mehr. So, woran liegt es? Ganz klar. Wenn wir so eine Pufferlogik haben und wir haben hier einen Puffer und der Puffer ist voll, dann müssen wir natürlich sagen, das Befüllen des Puffers auch anhalten. Insbesondere, wenn wir noch andere Senken haben, die gleichen Materialien haben wollen. Gut, wie kann man das machen? Das ist relativ einfach zu machen. Erstmal stellen wir hier fest, jo, die roten Kabel müssen wir auch noch mal die Ausgänge noch anschließen. So, und jetzt nehme ich grüne Kabel. Und wir nehmen den Ausgang, der Ausgang, der Ausgang,
der Ausgang auf den Mast, auf den Mast, auf den Mast, jeder Ausgang, jeder Ausgang, jeder Ausgang. Jetzt kann man sehen, auf dem Mast liegen nämlich rote Signale und grüne Signale. Ja, rote Signale heißt, wir brauchen grüne Platinen, ja, die fordern wir also an, wir brauchen Zahnräder, fordern wir an und wir brauchen Eisenplatten. Aber man kennt diese Eisenplatten, brauche ich von oben. Gut. Und jetzt muss ich natürlich den Greifern sagen, hört mal, ihr müsst auf die grünen Signale reagieren. Also probiere ich alle mal schön miteinander. So. Und sagt dann denen. Auch eine wichtige Sache, alles kontrollieren. Man ist meistens dann doch ein bisschen unaufmerksam. So, jetzt haben wir eine wunderbare Situation. Wir kriegen keine, wir brauchen ganz, brauchen eigentlich hier Zahnräder, wir brauchen auch Platinen. Kommt nicht weiter, weil der hier Förderer wirklich bis zum Anschlag voll ist. So, wie kriege ich das hin? Wie kriege ich das geregelt? Ganz einfach. Ich muss dafür sorgen, dass was rausfließen kann. Ja, man könnte sagen, es muss immer etwas fließen, sonst geht es nicht. So, ja, das geht sofort los dann. Ich entnehme die, Kreiswinkel an sich wieder zu drehen dann. Heute plötzlich ist wieder Platz hier dran und ich kann meine Versorgung weitermachen. Und der Vorteil von dieser Lösung, wie ich sie jetzt hier gebaut habe, ist einfach die, selbst wenn es so Störungen gibt, ist das nicht wirklich problematisch. Staut sie dann zurück, man guckt sie an, wo dann der Bottleneck ist. Den bohrt man auf, korrigiert ihn. Meistens hat man vergessen, irgendwas abzuschalten oder eine Prioritätenregelung einzubauen. Und das war's dann schon. Und dann regelt sich wieder alles von selbst. Das war's für heute erst einmal. Ich freue mich auf den 11. Teil.